Ja, und da steht auf dem Schild 76. Bei der nächsten Challenge. Ja, dann guck doch mal, wo ist 113? Das wäre mal eine interessante Frage. Ah, hier ist 76. Wenn ich jetzt hier durchfliege. Hier sind wieder Betten. Ja, dann ist da Ende. Das ist doch relativ simpel. Ja. Bei den Betten ist Ende. Na, das stimmt ja auch nicht so richtig, weil zwischen der vorherigen Challenge und der Challenge hatten wir ja auch keine Betten. Ja, deswegen. Also trotzdem zwei Challenges in dem Sinne. Ja, ja gut, aber wenn. Dann fliegst du halt bis 113, dann ist halt da Ende. Ja, es geht jetzt primär darum, ob es jetzt hier in dem Raum möglich ist, zu versagen, sich einen Strike einzuhandeln. Kannst du 113 denn schon ausfindig machen? Nein, kann ich nicht, weil nach den Betten kommt erstmal voll der lange Gang und da habe ich keinen Bock durchzulaufen. Ah, okay. Und so. Und wenn Dennis jetzt nach der Regel geht, das so ist, dann fange ich jetzt die nächste Challenge auch schon an, damit ich die nämlich als erstes fertig habe. Ja, das ist die neue Challenge, das ist doch noch die gleiche, oder nicht? Ja, nee, aber wenn du jetzt sagst, bei dem Raum, wo ihr jetzt gerade drin seid, kann man sich keinen Strike einfangen, weil du meinst erst ab den Betten, dann werde ich jetzt hier auch weitermachen. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Also quasi, dass der nächste Teil noch zur Challenge gehört. Ja, quasi genau. Ein Checkpoint, sag ich jetzt mal, erreicht hast. Quasi. Und jetzt nicht auf uns wartest, sondern da weitermachst. Genau, ja, damit aber ich halt... machen wir doch immer. Ja, nur da steht ja halt ein neues Challenge-Schild. Richtig. Das ist ja die ursprüngliche Frage. Nur, das ist halt die falsche Nummer auf dem Challenge-Schild. Das ist hatten wir die Challenge denn schon mal, wenn der 76 ist? Nee. Das ist quasi der gleiche Raum auch, wo das Licht an- und ausgeht. Aber hier ist so eine asoziale Tür, wo man wieder reinspringen muss. Das ist echt assi. Jawohl. Ja, gut. Hier sind die Betten. Hier ist eine Truhe, wo ich mir natürlich jetzt erstmal drei Sachen rausholen werde. Eins, zwei und drei. Achso, nach diesem Raum hier sind Truhen und Betten? Nein, nach dem Raum, wo ihr seid, kommt noch ein Raum, wo das Licht flackert, der aber nicht sonderlich schwierig ist. Und erst danach kommen Betten. Achso, den hast du schon gemacht. Den habe ich jetzt gerade gemacht. Ja gut, dann ist, denke ich mal, alles richtig. Ja, gut. Jetzt. Ich glaube, dass dem Map-Ersteller die Sache mit den Truhen für das Ende erst relativ spät auch eingefallen ist. Das hat nicht von Anfang an so geplant war. Ich denke, die sind auch sowieso nur für ein Battle, ehrlich gesagt. Ich denke mal, wir werden uns wahrscheinlich. Ich denke mal, dass wahrscheinlich irgendwann jetzt hier gleich Feier mit Damage ein bisschen wir uns dann nochmal auf die Fresse geben. Ja, dann kann ich mir jetzt erstmal fett die Eier schaukeln. Finde ich ja sehr gut. In der Tat, weil Bram und ich sind gerade nicht so gut. Den einen Sprung da, den Hardy direkt ein paar Mal gemacht hat, den habe ich auch bisher noch keinmal geschafft. Den um die Ecke rum, wa? Naja, ich. Keine Ahnung, irgendwie verwirrend. Ach, Menno. Den fand ich jetzt wiederum auch nicht sonderlich schwierig. Ja, hast du halt gelackt. Ja, gut, gelackt. Also mehrmals hintereinander gelackt, oder wie? Klar. Der Zufall hat kein Gesetz, du kannst auch rein theoretisch bei den Kopf oder Zahl 10 mal hintereinander Zahl schmeißen. Ja, das ist wohl richtig. Aber ich denke ja, dass das an meinen Fähigkeiten liegt, dass ich einfach jetzt mal hier so einen Sprung einfach wusste, wie er geht. Echt? Im Gegensatz ich glaube einfach, zu dass das lieber Kopf oder Zahl ist. Nee, das glaube ich eher nicht. Oh, Bram ist jetzt hier Gas. Ich bin in der Säule hängen geblieben. Das ist natürlich ärgerlich, würde ich sagen. The Magic of Minecraft. Oh ja. Oh ach, Mann. Ja. Ach, Menno. Lol. Oh Mann! Wow, Concentration jetzt hier. Concentration. Ach, Flutschi, meine Utschi. Dann kann ich über Hadis Mamas Rutschi, Dutschi. Boah, gleich erstmal frühstücken, ey. Komm schon! Geht doch.
Wie habe ich das denn vorhin gemacht mit den Leitern? Ja, die sind auch irgendwie komisch, die Fuck-Leitern. Vorhin hat das auf Anhieb geklappt, jetzt gerade klappt das nicht. Ganz komisch. Oh lol. Oh lololol. Ach, leck mich! Fuckleitern einfach! Fuckleitern! Du bist einfach ein Mongo. Halt's Maul! Nein! Und dann bin ich an der Leiter vorbeigesprungen. Ach lol, ey, das gibt's doch nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich das mit den Leitern gemacht hab, Bram. Kann nicht sein, was haben wir dafür wieder für Brains? Ach, wir sind einfach Mongos und können nix. Ach, die hat's mal. Ha, die googelt doch mal eine schöne Geschichte und erzähl uns die. Ach, nee. Nee, hab ich jetzt keine Lust. Ich guck mir dieses traurige Spektakel hier lieber einfach an. Und dann fängst du an zu weinen? Keulst du dir ein? Ja. Ja. Auf die Tränen. Ich bin gespannt, wie die nächste Adventure Map wird. Oh, stehe ich im Weg hier? Okay. Guck mal, dass ich dann noch längere finde. Die ganze Zeit nur weite Sprünge hat. Ja, hintereinander, in so einer riesigen Linie, so 1000 ja. Stück. Genau, ohne Checkpoint. Ja. Ja, da würde ich sagen, wer hält länger den Rhythmus durch? Ja. Wer die Nerven verliert, der. Tja, wir müssten eigentlich noch mal eine unserer ersten Adventure noch in die Kuppel, wo man nach oben laufen muss, die wir damals auch in einmal durchgemacht haben, ohne Checkpoints. Ja, die war auch krass. Da wird Hardy ausrasten. Beziehungsweise wir ist gut, du hast die geschafft. Stimmt, ich hab die geschafft. Ah, mein Arsch tut weh. Aber das würde ich bei Hardy gerne mal sehen, wie schnell er anfangen würde zu ragen. Wahrscheinlich relativ schnell. Ach, scheiß doch die Wand an, ne? Aber das ist echt eine gute Idee, so ganz viele lange Sprünge hintereinander setzen, sodass man 10 Minuten lang springen muss, bevor man am Ziel ist. Ja. Und zwar nur geradeaus. Genau. Und wenn du fällst, dann fällst du immer erst in hier Out of World, damit das schön lange dauert. Erstmal fällst du in Wasser und dann erst in Out of World. Ja. Oder du hast alternativ die Möglichkeit, halt zurückzuschwimmen. Genau. Man muss zurückspringen, weil nämlich die Karte so gemoddet ist, dass man nicht Slash Kill benutzen darf. Kann. Oder das? So wie in Cube World, weißt du? Kann man sich in Cube World nicht selber killen? Nee, aber das würde einem sowieso nichts bringen. Also, ohne Spaß! Also, wie kommt man um diese Wix-Ecke nochmal rum? Ich weiß das auch nicht mehr. Ja, da gibt es einen Trick. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das der Trick ist, damit das funktioniert. Weil ich habe am Anfang auch die ganze Zeit da verkackt, bis ich es rausgekriegt habe. Ja, aber ich habe das doch schon geschafft. Aber dann wohl unterbewusst. Ja, aber vielleicht ist meine Technik ein bisschen safer. Wahrscheinlich hat Bram die genau benutzt, aber er kann sich nicht mehr daran erinnern. Das kann natürlich auch sein. Wahrscheinlich habe ich die auch benutzt. Wie macht der Peter das denn? Ah, okay, so kann man das auch machen. Aber das war nicht. Peter, wieso springst du denn noch um die Ecke rum? Du kannst doch von der Leiter schon auf den Block draufgehen. Ja, aber das ist safer. Bullshit, du stehst hier auf der Leiter, brauchst nur nach vorne laufen. Bullshit. So, Peter, ja, du machst das jetzt. Du machst das jetzt. Und lässt den Bram da stehen wie so einen traurigen, nassen Eimer voll Kotze. Sehr gut gemacht, war. Das war pro-mäßig. Das war richtig pro-mäßig. So, jetzt aber. So, komm, Bram, machst du doch jetzt. Ja, immer okay, er benutzt die gleiche Technik, die ich benutze. Ich weiß nicht, warum das klappt. Du hältst halt nicht Shift gedrückt, das ist halt das Geheimnis. Ja, wow, das ist das total Geheimnis. Ja, das ist voll das große Geheimnis, Junge. Ja. Aber Peter ist zu dumm dafür. Ja, wow. Ja, wahrscheinlich hast du einfach nur Luck ohne Witz. Bullshit. So wie immer.
Nee, Hadi schafft so Sachen ja auch nie. Ich schaff das jedes Mal. Jedes fucking Mal. Hier, schon wieder. Ich könnte das noch stundenlang machen. Mit dem Game Mode vielleicht. Ja, deine Mutter mit dem Game Mode. Ja, siehste, geht doch. Ah, das ist der Bram ist schlau. Er wird jetzt verkacken. Wahrscheinlich. Weil er nämlich nicht drauf hat. Oh! Peter, du solltest vielleicht dafür sorgen, dass er das nicht schafft. Ach, oh, er hat schon selber dafür gesorgt. Da kam ein langes Sprüngelchen. Ich verstehe nicht, wie der Sprung gehen soll. Der macht mich fertig. Das Bram den auch schon geschafft. Das finde ich nicht in Ordnung. Brauchst du denn jetzt gleich also willst du dann bis 19 Uhr gleich warten oder wollen wir auch schon um 6:30 anfangen? Oder brauchst du die Stunde Pause zum Essen? Ich wollte auf jeden Fall kurz essen, aber ich esse eine Cornflakes. Also. Achso, okay. Ja, wie gesagt, ich muss halt nur zur Apotheke und dann hätten wir vielleicht schon früher anfangen können oder so. Ja, ja klar, bis dann sollte ich eigentlich schon fast fertig sein mit Essen. Weil bis wir nämlich ein Trash-Night-Spiel gefunden haben in den unendlichen Weiten des Internets. Da vergeht auch noch mal ein bisschen Zeit. Ja. Sucht ihr die mittlerweile gemeinsam quasi immer vorher raus? Ja, was heißt gemeinsam? Also, wenn einer mal jetzt dann mal auf über eins stolpert, weil halt die Leute so Vorschläge machen, dann. Aber manchmal haben wir dann halt auch erstmal gesucht. Weil Steam gibt momentan nicht allzu viel her. Ja, Steam ist leer gelutscht von uns. Jedes Spiel bei Steam haben wir schon getrashnightet. Ja, also nicht jedes Spiel. Ja, nicht jedes. Nee, wir haben nicht jedes. Also, ein paar so Strategiedinger haben wir jetzt ausgelassen, aber. Ja, da hat Hardy zu sagen keinen Bock drauf, weil wir kommen ja auf Heroes spielen. Ja, Strategie in der Trash-Night ist jetzt irgendwie ein bisschen. Das dauert auch immer ewig, wenn man 5000 Tutorials machen muss. Aber in der Zeit, wo ihr hier am Rumbummeln seid, kann ich ja mal nach einem schönen Spielchen suchen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Oh mein Gott, recht mich das auf. Ja, Peter macht das schon. Die besten Free-to-Play-Spiele. Gucken wir doch mal rein. Was haben wir denn hier? Oh ja. Planet Side 2, ja, auf jeden Fall. Brick Force, ja, Hammer. Schade, langweilig. Nicht langweilig. Aber du bist von der Ecke ausgesprungen, habe ich das richtig gesehen? Richtig zugeguckt, ehrlich gesagt. Ja, aber wenn ich das nicht geschafft habe, war das natürlich schlecht, das so zu machen. Ja, aber dann, du hast es ja mit Sicherheit so gemacht, wie als du geschafft hast. Mal, jetzt hing ich in dieser verkackten Säule drin. Ey, das passiert mir auch voll oft, dass ich in der Säule hängen bleibe. Ich weiß auch nicht, was das genau ist. Ja, das ist, weil man da zwischen zwei Leitern hängt quasi und die Decke über einem ist, Minecraft nicht sauber programmiert ist. Boah, Bram, ich glaube, ich hab was. Aber ich glaube, so ein Spiel hatten wir noch gar nicht. Und das wäre mal was ganz Neues. Echt? Mhm. Boah, wieso will ich das jetzt schon nicht spielen? Das ist sogar von einem relativ bekannten... sehr bekannten Unternehmen. Echt? Von Nexon? Ja. Ja, nee, das nicht. Das Unternehmen ist schon ein bisschen erfolgreicher. Nur ein ganz kleines bisschen. Ja? Okay. Ja. Bin ich gespannt. Dann ist es wahrscheinlich von Ubisoft. Nee, auch nicht. Nee? Ich muss gerade überlegen, was für Free-to-Play-Spiel hat Activision denn? Nee, Activision. Habt ihr das auch geschafft? Yeah! Ach Quatsch, EA mache ich natürlich hier, die haben noch Free-to-Play-Spiele. EA auch nicht. What the Aber fuck? Ich bin noch nicht durch, also der Countdown läuft noch nicht. Oh ja, oh ja, ist mir wurscht. Mir ist zu warm. Und ich muss aufnehmen. Das ist das Schlimmste daran, bei Wärme. Dass du aufnehmen musst? Bei Wärme. So. Kann ich nicht meine Klimaanlage nicht anmachen? Klimaanlage! Ah, scheiße. So, jetzt bin ich bei der Bettos. Jetzt geht's los. Okay. Ja, Bram. Dann? Ist das jetzt schon ein erster Versuch?
Jetzt kommt dein erster Versuch.